ihr habt es vielleicht schon mal gehört, wir benutzen so ein Online-Abstimmungstool, Liquid Feedback heißt das. Und dabei ist die Idee, dass jedes Mitglied der Partei über das Internet eigene Anträge einbringen kann und selbst unmittelbar abstimmen kann. Also bei anderen Parteien ist es so, dass man in seinem Ortsverband oder Kreisverband erstmal Delegierte wählt. Das sind dann einzelne Personen aus dem Verband, die dann geschickt werden in den höheren Verband. Dort werden die wieder Delegierte und die laufen dann zum Landesparteitag oder zum Bundesparteitag und die stimmen dort dann Anträge ab. Und dann gibt es einen Vorstand, der Leitanträge schreibt, vielleicht gibt es mal eine AG, die Anträge schreibt. Aber die Leute, die unten an der Basis sitzen, haben sehr, sehr wenig Einfluss darauf, was eigentlich passiert. Bei uns kann jedes einzelne Mitglied jeden Tag, wann es möchte, einen Antrag ins System reinstellen und das wird abgestimmt. Ich kann euch schnell eine Geschichte erzählen, die ich immer sehr gerne erzähle, nämlich ein Bekannter von mir, der gar nicht Piratenpartei-Mitglied ist, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich würde gerne, dass die Piratenpartei in Berlin sich für einen Mindestlohn einsetzt. Ich habe gesagt, okay, Mindestlohn ist nicht mein Ding, aber ich stelle den Antrag mal für dich in unser System ein. Ja, also, er war kein Pirat, ich habe es für ihn eingestellt, wenn er Pirat gewesen wäre, hätte er selber machen können. Er hat dann einen Antrag formuliert, ich weiß nicht mehr, wie hoch der Betrag war, aber es ging darum, die Piratenpartei Berlin möge sich für einen Mindestlohn einsetzen. Der stand in unserem Online-Abstimmungssystem und keine Woche später kam ein Gegenantrag. Nämlich hat ein anderer Pirat dann gesagt, Mindestlohn ist nicht das Gelbe vom Ei, wir wollen statt des Mindestlohns ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, also man kann so Anträge gegeneinander stellen. Und dann kam ein dritter Pirat und hat gesagt, naja, Mindestlohn ist ganz cool, bedingungsloses Grundeinkommen ist auch cool, machen wir mal einen Kompromiss draus und sagen, dass der Mindestlohn ist eine Brückentechnologie für das BGE. Wir gucken erstmal, dass wir einen Mindestlohn kriegen und wenn der einigermaßen etabliert ist, können wir umstellen irgendwann aufs bedingungslose Grundeinkommen. So, dieser Vorschlag hat gewonnen. Der hat dann dafür gesorgt, dass es sicherlich einen Antrag auf unserer Landesmitgliederversammlung gegeben hat. Der ist dort angenommen worden. Das ist in unser Wahlprogramm gekommen und auf unsere Plakate. Das heißt, es hat da einfach ein Bekannter von mir die Piratenpartei angesprochen und seine Idee ist nicht vollständig, aber in Teilen am Ende auf unseren Plakaten gelandet. Genau, und so funktioniert das bei uns in Berlin. Das könnt ihr machen, ihr könnt auch beitreten und dann geht es noch viel schneller.